am nächsten Morgen. Hallo. Es war nicht meine Schuld. Was war nicht deine Schuld? Dass du auf dem Schiff herumspaziert bist? Dass du dich hast erwischen lassen? Dass du die gesamte Aktion gefährdest? Du mich in Gefahr bringst? Ich hätte nicht hinausgehen dürfen, dass... war ein Fehler. Warum sagen Sie nichts? Ich führe ein Gespräch, das du nicht hören kannst. Was ist gestern Abend passiert? Baronin von Trebitz wurde ermordet. Sie? Nein, wäre es nach mir gegangen, hätte sie erst in ein paar Wochen einen Unfall gehabt. Stattdessen hat ihr jemand aus kurzer Distanz ins Herz geschossen. Brechen wir die Aktion ab? Nein, Mr. X steht bereit. Und als quasi Hinterbliebener kann ich mich sicherlich frei im Museum bewegen. Der Tod der Alten ändert nichts. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich bin durchaus fähig, einen Zugang zu einem Frachtraum zu finden. Es war sogar ganz einfach. Ich musste nicht durch irgendwelche Lüftungsschächte kriechen oder etwas in der Art. Und wie geht es jetzt weiter? Ich könnte ausbrechen und... Bis nach Kairo schwimmen? Also bleibe ich hier und warte? Man wird dich in Kairo verhaften und wegen des Mordes verhören. Selbst wenn sie dich nicht ins Gefängnis stecken, würde das Tage dauern. Und wenn wir den Mörder finden, dann hätte man wenig Grund, mich lange festzuhalten. Oh, ich bin dir einen Schritt voraus. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Diesen Zöllner hatten wir nicht auf der Rechnung. Gefällt mir nicht. Er stochert im Dunkeln. Legrand ist das eigentliche Problem. Ich werde mich trotzdem um ihn kümmern. Wie? Dr. Gebhardt hat die Baronin auf dem Gewissen. Cleveres Kerlchen. Aber ich habe ihn bei seinen Vorbereitungen beobachtet. Aber... dann müssen Sie Legrand ja nur einen Tipp geben und ich bin so gut wie frei. Das dachte ich zunächst auch. Aber dann habe ich gedacht, warum eine Chance ungenutzt lassen? Ich habe Zellner auf die Fährte des lieben Doktors gesetzt. Er treibt Gebhardt in die Enge und der beginnt um sich zu schlagen. Er könnte unseren Schweizer Freund treffen. Vielleicht sogar Legrand. Das können Sie nicht tun. Der alte Kerl macht doch nur seinen Job. Ich auch. Inch, es ist genug Blut geflossen. Inch, niemand soll mehr sterben. Verdammt! Ich muss hier raus und Wachtmeister Zellner warnen. So, jetzt musste ich eben, ich muss ein bisschen... Wie alles auf dem Schiff sind die Stangen und auch die Scharniere nicht mehr taufrisch. Und trotzdem sind sie viel zu stark, um die Tür einfach aufzutreten. Ein bisschen schneiden? Ich vermute, dass dieser Käfig eine Art Arrestzelle für Crewmitglieder ist. Nicht das sicherste Gefängnis der Welt, aber trotzdem ein Problem. Und jetzt fehlen mir natürlich ein paar Minuten. Eine sehr einfache Konstruktion. Ein Metallstift verbindet Tür und Rahmen. Der Stift sitzt sauber im Scharnier. Ich kann ihn nicht herausziehen und meine Finger sind zu dick, um ihn von unten herauszudrücken. Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Ich wusste nicht, was geschehen war und musste immerzu an Alex denken. Okay, Alex scheint dann ja eben unsere Freundin zu sein. Mehr Luxus als ein Becher mit metallisch schmeckendem Wasser hat man mir nicht gegönnt. Ich frage mich, ob sie mir nachher noch ein Stück Brotrinde geben.
Ich habe Filme gesehen, in denen Gefangene so ihre Wächter gerufen haben. Aber mir würde es nicht weiterhelfen. Ich kann dem Bobby die Situation nicht erklären, ohne den ganzen Plan zu gefährden. Okay, die Wolldecke lässt sich offensichtlich mit nichts hier. Da sagt er doch, hat er zu breite Finger für. Der Stift sitzt da. Da rüttelt er nur an den Stangen rum. Lärm machen bringt uns nicht weiter. Ich habe Filme gesehen, aber mir wird. Okay, modernes Schloss. Kleiner Schlüssel, 5 Stifte. Mit dem richtigen Werkzeug ließe sich das knacken. Es handelt sich um ein normales Stiftschloss. Wenn ich ein Draht oder etwas in der Art hätte, könnte ich es wohl knacken. Okay, ich muss noch mal eben gucken. Da, da. Hat ja auch absolut nichts dabei. Die Finger sind zu dick. Der Stift sitzt. Das Ding kann ich mit nichts benutzen. Handelt sich um ein Norm. Da rüttelt er nur an den Stangen. Was uns auch nicht wirklich weiterhilft. Nee. Okay, einmal noch. Wolldecke, Stange, Becher. Nicht machen, irgendwie. Huch. Die Decke hat sich am Nagel verfangen. Ein damit? Brett und ein Nagel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geht. Das war der erste. Ich hänge sie wieder ein. Wenn ich Glück habe, wird niemand etwas von meiner Flucht bemerken. Sicherlich nicht. Ich meine, du bist doch nur nicht mehr da drin, aber... Sobald Wachtmeister Zellner und Inspektor Legrand nicht mehr in Gefahr sind, schlüpfe ich zurück in die Zelle. Sie werden den sauberen Doktor verhaften und bei einem armen, blinden Passagier hoffentlich ein Auge zudrücken. Feuer stellen auf Schiffen eine größere Gefahr dar, als man denken würde. Auf modernen Schiffen gibt es überall Feuermelder, Feuerlöscher und Schläuche. Diese Schläuche halten einiges aus, sind ein guter Seilersatz, wenn man bei einem Einbruch keine Kletterseile in ein Gebäude schmuggeln kann. Bevor ich nach London musste, um Inchs Protégé zu werden, bin ich mit Alex in diesem Auto die Côte d'Azur entlang gefahren. Wahre Woche. Und auf einem Felsen bei Toulon habe ich um ihre Hand angehalten. Oh. Aber... jetzt ist kaum die Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Tun wir nicht. Ich möchte auch mal. Im Auto ist nichts, was mir weiterhelfen könnte. Alex spielt ihre Rolle als Patricia Myers und die darf nichts Verfängliches in ihrem Auto haben.
Okay, gehen wir mal nach hinten zurück. Kiste, dieser komische Schlauch. Was ist das da oben? Ein Gitter. Darüber ein Rohr mit Knick. Sonnenlicht scheint herein. Das könnte mein Weg nach draußen sein. Wenn es sich öffnen ließe. Das Gitter ist an 4 Punkten verschweißt. Und leider ist nicht jede Ecke so verrostet wie diese. Schlauch mit Gitter haben wir. Nein, das geht so nicht. Der Schlauch ist zu breit. Was ist das? Irgendwas, das uns helfen wird. Oh, schwer. Auf Schiffen ist alles etwas größer und schwerer als sonst wo. Auch Umlenkrollen. Okay, haben wir jetzt den Schlauch? Schlauch mit Kran. Wir kommen hier raus. Also los. Mann, Adil, macht doch nie so einen Lärm. Das war lauter als erwartet. Hoffentlich hat niemand etwas bemerkt. Und hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, um alle vor dem Doktor zu warnen. Ich hoffe echt, dass das jetzt nicht zu laut war. Nein! Hallo? Alles okay? Dieses Schwein hat dir das Zeug nicht gespritzt. Du bist bald wieder auf den Beinen. Ruhe dich am besten aus, während ich... Oh nein! Oh nein, nein, nein. Bin gleich zurück. Adil? Was hast du vor? Er macht das alles jedenfalls komplett ohne mich. Ich kann Legrand im Salon sehen. Ich glaube nicht, dass Gebhardt ausgerechnet dorthin gelaufen ist. Die Rettungsboote vielleicht? Könnte möglich sein, dass er versucht, damit zu fliehen. Wo bist du? Das heißt aber, wir müssten... Huch! Nein! Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen?
Ja. Aber jetzt rennt er doch diesen Oberschlaumeier in die Arme. Bleib da stehen. Ganz ruhig. Das sind doch alles alte Geschichten. Was für alte Geschichten? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Warum quälen Sie mich? Ich habe doch nur... Ich habe Sie geliebt. Sie hat mich verraten. Es war Ihre Schuld. Wegen ihr klebt Blut an meinen Händen. Sie sprechen von der Baronin? Sie war Ihre Schwester. Ich habe sie geliebt. Von ganzem Herzen. Sie waren Juden, wissen Sie? Aber mir war das egal. Ich habe sie versteckt, als es gefährlich für sie wurde. Ich habe sie versorgt. Ich habe ihnen Essen gebracht. Ich war in der Partei. Und trotzdem versteckte ich sie und ihre ganze Sippe. Sie haben ihr Leben für eine Frau, die sie liebten, riskiert. Und 30 Jahre später ermorden sie ihre Schwester? Ich habe ihren Bauch gesehen. Ich war so wütend. Er war einer von ihnen, wissen Sie. Sie haben mich nur ausgenutzt. Ich versteckte sie. Ich brachte ihnen zu essen. Und sie dankten es mir, indem sie hinter meinem Rücken über mich lachten. Was haben sie getan? Im Waldhof. Im Keller verstecken sich Juden. Bewaffnete Juden. Wir müssen sie ausräuchern. Und das haben wir getan. Kommen Sie doch erst einmal da runter. Wozu? Damit du mich umbringen kannst? Ich habe nicht vor, irgendjemanden umzubringen. Oder damit du mich in ein ägyptisches Gefängnis stecken kannst? Oder in ein israelisches? Nein. Was erwarten Sie? Sie haben eine ganze Familie ermorden lassen. Ich bin ein Ehrenmann. Und ich erwarte auch von anderen, Sie hat sie nicht geliebt und erwartete ein Kind von einem anderen. Und deswegen haben sie verraten. Es war ihre Schuld. Sie hätte mich nicht hintergehen dürfen. Ich habe sie doch gerettet. Ich habe mein Leben für sie riskiert. Viele Monate lang. Und dann haben sie all das weggeworfen und sind zum Mörder geworden. Ich bin kein... Ich bin...